Moin Moin, herzlich willkommen mal wieder in der Werkstatt hier. Heute wollen wir bei unserem Skoda Octavia 3 das Thermostat wechseln. Alles weitere zeige ich euch nach dem Intro. Als erstes erstmal Motorhaube auf und dann werden wir anfangen, die Batterie und den Luftfilter auszubauen, weil da unten drunter sitzt der Thermostat und da kommen wir am besten ran, wenn wir hier die Peripherie auf der Fahrerseite entfernen. So, ich habe das zwar schon mal alles gezeigt, wo wir die Batterie wechseln, aber ich habe jetzt hier die beiden Schrauben als erstes gelöst. Hier ist auch noch eine so und dann nehme ich hier den Schlauch ab und dann können wir den Ansaug hier so rausnehmen und nach oben weg, um dann den Luftfilter auch nach oben wegzunehmen. So, als nächstes hier den Schlauch ab und den Stecker ab und dann können wir hier den Luftfilter gleich so nach oben rausziehen. Muss ich aber eben mit beiden Händen, weil der ist hier nur auf den Proppen drauf gesetzt. So, Luftfilter habe ich raus, Ansaug auch. Bei der Batterie habe ich mich entschieden, die drin zu lassen. Das Einzige, ich habe jetzt hier nochmal die Flussleitung abgeklemmt. So, und da unten, wie man das sehen kann, da in der Mitte, das ist der Thermostat. Der da, da drin sitzt der Thermostat. Und der Schlauch geht da drauf und den werde ich jetzt erstmal lösen, damit ich das Thermostatgehäuse so rauskriege. Ich habe mich jetzt doch entschlossen, das so zu lösen. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Da gehe ich mit dem Schraubenzieher rein und da ist so eine Arretierung, die kann man beiseite drücken und dann kann ich den vorderen Bereich, diesen hier, gegen den Uhrzeigersinn von dem Halter hier hinten lösen. Ich habe das jetzt schon ein kleines Stück gemacht. Man sieht das da, glaube ich, auch. Der Schlitz ist schon ein bisschen weg. Gucken wir, ob ich da so rankomme und ein bisschen Bewegung reinkriege. Hier, da ist so ein bisschen Bewegung, aber da muss ich jetzt eben mit beiden Händen bei und dann kann ich den gegen den Uhrzeigersinn lösen. So, ich habe mich jetzt doch noch entschieden, den Saugschlauch hier abzumachen, der hier vorne rangeht, und zwar einmal mit den beiden Schrauben die Schraube und dann kann man den so ein bisschen beiseite legen, damit ich hier den Halter weiter drehen konnte und abziehen. Guck mal gerade, ob man das so sehen kann. Da unten sitzt der Thermostat und da liegt auch noch eine Dichtung. Jetzt ziehe ich erstmal den alten Thermostat raus und werde die Dichtung rausnehmen, weil das muss beides erneuert werden. So, das ist jetzt der alte Thermostat und die alte Dichtung. Neuer Thermostat, neue Dichtung. Den Thermostat setzen wir gleich einfach wieder rein und die Dichtung kommt, lassen wir mal liegen, die kommt hier auf den Flansch drauf an. Da wird es dran gesetzt und dann wird der Flansch wieder reingesteckt. So, der neue Thermostat ist drin und man muss halt darauf achten, man hat ja hier so drei Führungen, 1, 2, 3, und ihr müsste, die mittlere Führung muss nach unten, die sind im unterschiedlichen Winkel angeordnet, so muss der reingesetzt werden und dann rastet der auch ein. Ja, jetzt geht es gleich weiter, hier noch die Dichtung drauf und dann setzen wir auch den Flansch wieder drauf. So, das kann man sehen, Dichtung ist drauf und jetzt werde ich den Flansch wieder draufsetzen. Leuchtet, jetzt kann man das auch wieder erkennen. Flansch ist wieder drauf, alles eingerastet, bisschen trocken gemacht. Jetzt habe ich hier auch schon den Luftschlauch wieder montiert. Ich werde das jetzt alles noch ein bisschen sauber machen und ja, dann wird weiter zusammengebaut. So, alles wieder zusammengebaut, Luftfilter drin. Ich habe hier den Ansaugkasten auch wieder dran, alle Schrauben fest, hinten die Schelle festgezogen und ich habe auch Kühlwasser wieder aufgefüllt. Da ist natürlich ordentlich was rausgelaufen. Ja, das soll es jetzt gewesen sein. Jetzt machen wir eine Probefahrt und ich denke mir mal, danach kontrolliere ich nochmal, ob der Thermostat dicht ist. Und ich sehe es ja an der Temperatur vom Kühlwasser,
wie warm es wird. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. War ein kurzes, knappes Video. Wenn ja, lasst doch einen Daumen hoch da und schreibt was in die Kommentare. Das ist gut für den YouTube-Algorithmus. Und als Belohnung für mich freue ich mich dann natürlich auch über jeglichen Kommentar. Ganz, ganz lieben Dank. Schöne Grüße aus Oldenburg. Ach ja, falls ihr den Kanal neu entdeckt habt, dürft ihr den natürlich gerne abonnieren. Tschüss!